So, und da sind wir zurück bei Minecraft, diesmal mit einem kleinen, spontanen Twitter-Ründchen nachts um, wie spät ist es jetzt? 2:30 sogar schon, alter Schwede. Tja, dachte ich mir nämlich mal auf und wundere mich, warum sitze ich hier eigentlich im Baum? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich hier ausgelockt habe und vor allem, das ist ein Baum, der irgendwo steht. Wie komme ich, da kann ich doch gar nicht hochgekommen sein. Das ist aber höchst suspekt jetzt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der Paxons fragt gerade, ob ich unter Beweis vorrechnen kann, was? Dass unter normalen Umständen ein Wurmloch instabil wäre. Würde ich jetzt gerne machen, aber da müsste ich jetzt eine Stunde Vortrag halten, aber ist eigentlich eine meiner leichtesten Übungen. Gerade Wurmlöcher, das muss man sagen, die sind sehr instabil. Kennt man vielleicht, wenn man im Garten arbeitet und gräbt einen Regenwurm aus, die müssen ja auch irgendwo kacken. Und wenn man da zu viel rauspresst, dann wird das unter Umständen sehr schnell instabil. Aber ich merke schon, ich gleite ein wenig ab. Die Quantenphysik der Biologie. So, ich war hier noch... Ach ja, das mit den Babys funktioniert. Ich muss dazu noch erklären. Wir spielen hier gerade, natürlich sieht man ja, mit einem anderen Texture-Pack. Und zwar auf Version 1.3.1. Da wollte ich mir jetzt noch die Features eigentlich reinzwirbeln. Habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Wollte ich mal auf einen anderen Monitor legen. Aber da ist jetzt Twitter. Ne, weil, wie gesagt, kleines Twitter-Ründchen, einfach mal so ganz spontan, weil ich dachte, wird mal wieder Zeit, da wurde ich so oft gefragt, dachte ich mir, machst du mal einfach, ne, machst du einfach mal. Man muss ja auch mal ein bisschen spontan bleiben. Auch im gesetzten Alter von fast 12 kann man das mal machen. Und wir waren hier dabei, gerade noch die Monsterfalle ein bisschen zuzuschaufeln. Und jetzt muss ich mal gucken, mache ich das jetzt noch zu Ende? Das wäre eigentlich gar nicht mal schlecht. Also vielleicht nicht auf allen Seiten, weil das wird hier sonst, das artet sonst ein bisschen aus. Die Mods habe ich alle rausgeschmissen. Update auf 1.3.1 ist vorbei. Framerate ist erstmal wieder stabil. Läuft jetzt hier alles brav auf 60 FPS durch die Gegend. Das Doofe ist, Optifine läuft bei mir jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Huch. Die neue Version von Optifine will nicht mehr. Und wir spielen natürlich dann mit Honeyballs Check-Check-Pack. Mit dem Check-Check-Pack spielen wir dann natürlich weiter, nur jetzt momentan gerade nicht. Weil ich es so schnell nicht mehr gekriegt habe, weil ich jetzt wirklich sehr spontan aufgenommen habe. Und die Honeyball schläft bestimmt gerade schon und da kann man es natürlich nicht wecken. Weil wenn die mal schläft, das ist schon so eine Ausnahmesituation, dass sie überhaupt mal zur Ruhe kommt. Und das geht natürlich nicht, ne? Hat sie sich ja auch verdient, den Schlaf. So, bestimmt jetzt vor der Gamescom mal ein bisschen ausschlafen. Und Gamescom ist ja auch ab nächsten Dienstag laufen wir da schon rum. Aber ich weiß nicht genau, wann wir wo sind, weil dieses Mal sieht der Plan auch ein bisschen stressig aus. Da müssen wir ganz viel an ganz vielen Ständen rumlaufen. Wir werden auch ganz viel streamen und so weiter. Das kann ich ja eben nochmal schnell erzählen hier. Und das wird bestimmt spannend. Da bin ich sehr gespannt drauf. Unter anderem hängen wir da auch bei Ubisoft rum. Und dürfen da Assassin's Creed 3 rumprokeln oder rumfailen und hast nicht gesehen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf und da wartet auch noch eine kleine Überraschung auf euch, aber die werdet ihr wahrscheinlich inzwischen eh schon wissen, weil diese Folge hier läuft wahrscheinlich schon, wenn die Ankündigung für die Überraschung gelaufen ist, haben wir uns was Kleines ausgedacht, so. RD, dann machen wir erstmal den Boden hier so ein bisschen flott. Und das Terraforming dauert ja immer ein bisschen, wisst ihr ja, ne, das kennt ihr ja inzwischen schon. Und gerade bei so Sachen wie hier einen Berg aufschütten, das ist ja noch ein relativ kleiner Berg und selbst da dauert das schon. Aber vor allen Dingen im Let's Play, wenn man sich dann noch konzentriert, was wohin kommt, dann zieht sich das manchmal schon gerne ein bisschen. So, die andere Ecke machen wir später weiter. Hier oben sieht es ja soweit schon mal ganz gut aus. Da kann noch einer hin. Und hier können wir auch noch mal ein bisschen verlängern und dann mal schauen. Ich glaube, das reicht erstmal soweit. Später können wir das gerne noch ein bisschen ausbauen. Hier zum Beispiel die Ecke würde ich gerne noch ein bisschen abrunden. So, Thema Olympia wird gerade vorgeschlagen von Vampay. Vampe oder Vampay mit J hinten. Thema Olympia, muss ich sagen, bin ich völlig raus, weil ich... Also Olympia habe ich so gar nicht mitverfolgt. Muss ich ja zugeben, Olympia ist an mir so... Schwolympia ist so ein bisschen vorbeigegangen. Hat mich eigentlich nur verfolgt durch die Payback-Werbung. Ein Payback ist mir vorhin mal so aufgefallen. Da kommt jetzt ständig die Werbung. Payback-Punkte sammeln mit Olympia. Was ist denn hier drin? Da ist mir vorhin erst aufgefallen, Payback heißt ja eigentlich Rache. Was soll einem dann das sagen, bitteschön, über das Payback-System? Ich hoffe, ihr macht alle kein Payback, weil Payback ist im Grunde genommen, man kann vielleicht hier und da mal ein bisschen Bonusgewinne abstauben, die sich eher nicht lohnen.
Aber dafür gibt man halt auch komplett seine ganze Anonymität preis, was man da nun überhaupt am Kaufen ist und so weiter. Deswegen lohnt sich das eher nicht. Ich möchte da jetzt natürlich jedem, soll jeder machen, wie er will, ob er den Bonus da mitnehmen möchte oder nicht. Was mache ich denn hier? Natürlich wieder das Falsche. So, aber 34 Zäune. Ich glaube, das wird nicht reichen. Moment, haben wir noch Stickies? Ne, 64 Arrows, naja. Pass auf, ich habe nämlich was vor, das würde ich gerne machen. Eine Sache, eine Neuerung ist ja, wie gesagt, dass man jetzt Kakaofelder pflanzen kann. Und da würde ich natürlich gerne bei uns noch ein kleines Feld anbauen. Ich weiß noch nicht, ob die Zäune dafür reichen. Und ich weiß auch noch nicht genau, wo ich das jetzt hinpopeln soll. So, ach, alter Schwede, wie das hier durchrauscht. Olympia, schon wieder das Thema Olympia. Sagt der Tokitori 1. Tokitori übrigens ein niedliches Spiel mit lustigen Küken und so. Ich überlege gerade, Kakaofelder kann ich eigentlich, das kann ich eigentlich hier zum Hühnerstall mitmachen, ne? Dann bräuchte ich nur eventuell noch mehr, das ist so ungewohnt mit den Texturen, ich muss erstmal klarkommen. Bräuchte ich wahrscheinlich noch mehr von den Dingern. Also von den Zäunen, so heißen die Dinger ja neuerdings. So. Und Tarek H7 geht schlafen und ich wünsche eine gute, gesegnete Nachtruhe. Den Baum lasse ich einfach mal. Den muss ich ja nicht zwingend umholzen. So, reicht doch. Ist ja unfassbar. Hätte ich nicht gedacht. Und ich hoffe, das reicht jetzt hier als Kakaofeld. Ich weiß allerdings noch nicht, wie man Kakao anpflanzt. Da müsste ich mich vielleicht mal schlau machen. Und hier sollte ich dann vielleicht doch mal... So, geht das? 1, 2, 1, 2, 3. Das geht natürlich nicht. Ist das jetzt asynchron? Asymmetrisch? 1, 2, 3, ist jetzt asymmetrisch. Das ist natürlich doof. Müsste ich eigentlich noch einen weiter rausgehen oder ich lasse es einfach asymmetrisch und ich sage es keinem. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich probiere jetzt mal ganz kurz Kakao anzupflanzen. Ich weiß gar nicht, wo ich die Kakaobohnen habe, ehrlich gesagt. Wo haben wir die Kakaobohnen? Ich hatte doch immer welche, aber ich weiß überhaupt nicht mehr wo, ehrlich gesagt. Habe ich die in der Krempelkiste? So, warum klopft man Neugeborenen auf den Po? Weil bei den Dummen der Penis abfällt. Aha. Tja, kam hier gerade durch. Was soll ich dazu sagen? Dafür bluten die Dummen nicht einmal im Monat. So. Entschuldigung. Kakaobohnen. Da, 4 Stück haben wir. Wow, das wird bestimmt ein Riesenfest. Wir haben Kakaobohnen. Alter, ist das hier warm drin auch wieder? So, was hörst du Rammstein und wie findest du die? Frag gerade Rammsteiner 1995. Rammstein, ja, kann man mal zwischendurch hören, aber ich muss ja sagen, ich hab da nicht so den... Nicht so das... Ich hab doch gerade einen Enderman gehört. Ich hab da jetzt nicht so das Fable für oder irgendwie eine Präferenz. Wieso bin ich jetzt hier durchgegangen? Keine Ahnung. Dass ich jetzt unbedingt Rammstein hören muss oder irgendwas bla, sondern das ist, Musik ist da sehr... Ja, da ist er wieder weg. Musik ist da doch sehr, Dingensen. Da bin ich ja sehr aufgeschlossen. Das kommt ja bei mir nicht auf die Musikrichtung drauf an, sondern es muss entweder ins Herz gehen oder in die Beine oder in den Kopf. Irgendwie sowas jedenfalls. Denke ich mir da mal aus, um mich zu rechtfertigen, dass ich keinen Musikgeschmack habe. Huch, nee, warte, so rum. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob wir das so hinkriegen. Ich pflanze die hier mal an. Das geht schon mal nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man Kakaobohnen anpflanzt. Das ist natürlich wieder ein super Fail. Die Endermen sehen ja so cool aus. Ja, ja, der tut ja eh nichts. Obwohl, jetzt kann er ja was tun. Ja, es ist gerade Nacht geworden. Wie praktisch. So, komm noch her, Junge, wenn du dich traust. Komm schon. Huch. Und eine Enderperle. Ja, wir kriegen unsere 7 Enderperlen endlich mal wieder zusammen. Und jetzt muss ich mal gucken. Nimm. Der Rahmenschnitzel sagt gerade, ihm fällt ein mieser Witz ein. Ach so, ihm fällt ein mieser Witz ein. Ach, komm auch an, Rami. Ach ja, schön. So, wie mache ich denn das jetzt? Vielleicht, wenn ich Wasser dahin mache.
Vielleicht kann ich ja hier einfach mal ein bisschen... Da müsste ich mal probieren. Ich weiß nicht, ob sich Kakao vielleicht am Wasser pflanzen lässt. Ich habe das alles noch nicht. Kann man natürlich alles lesen. Aber ich habe mich natürlich wieder überhaupt nicht vorbereitet. Deswegen scheiß drauf. Jetzt muss ich überhaupt mal gucken, wie hier alles aussieht. Das macht ja, bringt ja wieder so ein bisschen, auch guck mal, grün und blaue Augen, das ist ja süß. Bringt natürlich wieder so ein bisschen Erinnerungen hoch, das Miesapack. Erinnert mich immer so ein bisschen an die Let's Show-Welt. Ach ja, das waren Zeiten. Auch der Himmel sieht schön aus, einfach der Nachthimmel. Hm. Aber ich muss sagen, ich spiele doch lieber mit meiner Kraft. Weil da sieht alles so ein bisschen fröhlicher aus, ein bisschen freundlicher. Und ich brauche dringend einen Eimer. Hier habe ich natürlich, wieso gucke ich da überhaupt rein? Ich habe natürlich keinen Eimer. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Schlachten können wir später. So, einmal hier. Wieso? Alter, ich bin doch wieder ein bisschen abgelenkt. So. Heute übrigens die Schlagzeile des Tages. Inzwischen natürlich nicht mehr, wenn die Folge läuft. Die Schlagzeile des Tages ist natürlich die letzte Folge. Lorette ist gelaufen. Und die armen Einwohner mussten jetzt alle wieder nach Hause fahren. Und ich muss ja sagen, ich habe zwar wenige Folgen geguckt, aber alles in allem... Ach ja, der Babysound passt natürlich jetzt super. Alles in allem, muss ich sagen, hat es mir doch sehr Spaß gemacht, das zu gucken. Und ich muss jetzt gucken, dass die Hunde nicht gleich aktiviert werden. Hat mir echt Spaß gemacht, das zu gucken, weil die Leute einfach so echt waren. Das war mal nicht so ein gecasteter Scheiß wie sonst immer. Sondern das war so lustig und vor allen Dingen der Jerome, weißt du? Der Jerome ist natürlich auch ein Highlight gewesen. Ich kann ihn gar nicht so nachmachen. Ich wollte ihn gerade zitieren oder so, aber den kann man einfach nicht kopieren. So, schade eigentlich. Oh, den Golem muss ich mir nochmal ganz kurz angucken. Der sieht ja ein bisschen aus wie Terminator. Hey! Cool sieht der aus. Also schon Respekt. Na, jetzt aber. Und auch die Vielfältigkeit hier feiere ich ja ein bisschen. Gut, die Babysounds passen jetzt nicht mehr so recht, aber das macht ja nichts. Da sehen wir mal großzügig drüber hinweg. Bau einen Wasserfall, der vorne an der Bergbude herunterplatschert, sagt Metze. Ob der weiß, was eine Metze ist? Eine Metze war und ist ja eine Hure. Ne, das ist jetzt nicht beleidigend gemeint, das ist ja einfach eine geschichtliche Tatsache. Ich gehe mal ganz kurz einen Eimer holen. Da will ich jetzt reinkotzen. Nee. Ich habe ja hier gerade den Handwerker im Haus, ne, der hier den Boden macht und so. Der hat mir so ein bisschen erzählt. Die hatten so eine Baustelle. Die waren, die waren da irgendwie, ich weiß, ich habe die Stadt vergessen. Die waren da auf so einer Baustelle und, das war irgendwie so 50 Stockwerke. Und das war schon so marode, dass sie den Fahrstuhl rausreißen mussten. Und da mussten die Bauarbeiter, die hatten ein einziges Klo für, ich glaube, 20, 30 Mann. Und das war unten in der ersten Etage. Ein einziges Klo. Und das war meistens überbelegt und voll gesifft. Und da haben die teilweise in die Etagen gepisst, irgendwie in Flaschen und in Eimer und bla. Und haben auch in die Ecken geschissen, weil es einfach nicht anders ging. Dachte ich mir, die Vera, die hätte da ihre Freude, ne? Die würde da rumlaufen und würde dann mit dem Finger irgendwo hinzeigen und sagen, Fäkalien! Fäkalien! Und dann Fäkalien. Die Vera wird für mich erstmal vorübergehend nur noch die Fäkalienfrau sein. Ich muss jetzt erstmal dringend hier ein bisschen Erde kann ich ablagern. Weil ich brauche ein bisschen Platz im Inventar und die Musik ist ja gerade so schön. So, die Enderperle kann ich auch gleich mit reinfisseln. So, zack, da rein. Die Kohle behalten wir natürlich. Die Samen. 9 Blumen haben wir auch. Die legen wir natürlich gleich ab. Dieses Mikromanagement ist ein bisschen nervig, ne? Vor allen Dingen weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, wo sind hier die Blumen überhaupt drin. Ach, hier ist ein Sattel? Was macht denn ein Sattel hier in der Abteilung? Wo sind die Blumen? Hatte ich hier nicht eine Kiste mit Blumen? Ach, hier. So, die füllt sich auf jeden Fall rasant. So, Kedos-Sohn sagt gerade, um mal was Sinnvolles zu fragen, plauder doch mal über die Korinthen-Kackerei auf YouTube, was Fehlerchen in Videos und so angeht. Ja, ist bei Diablo natürlich sehr oft aufgefallen. Man wird ja sehr oft, egal was man spielt, man wird natürlich mit wegen seines Spielstiles kritisiert, weil man das nicht so und so macht, wie jener und jener das gerne hätte. Ich habe schon wieder den Eimer vergessen.
Das ist natürlich schon so eine Sache. Oder wenn man irgendwo einen Fehler macht oder eine Folgennummer, bla bla bla. Die, also viele meinen es natürlich nur gut, muss man natürlich auch zugute halten. Das ist ja nicht böse gemeint. Hier habe ich, oh, ich habe sogar Wassereimer, hervorragend. Aber oftmals ist es auch so, dass Leute dann, du Buhn, du Noob, ey, du kannst ja gar nichts, ey. Die Waffe hatte 44 Stärke, du hast nur 43. Ich deabonniere dich, weil du so ein Loser bist. Ja, Mensch, viel Spaß dabei. Ja, also die Korinthenkackerei ist schon ein Thema, aber ich glaube, es ist auch für viele eine Gelegenheit, auf etwas hinzuweisen. Ich weiß jetzt nicht genau spezifisch, was da Korinthen gekackt wird. Ich kacke selten Korinthen. Und ich weiß auch nicht genau, woher der Begriff führt, Korinthen zu kacken. Da könnte ich ja jetzt die ominöse Person fragen, aber die möchte sich ja ausschweigen darüber. So, das geht übrigens auch nicht. Tja, Kakaobohnen, keine Ahnung. Habotoschatten fragt gerade, ob ich Zigaretten von Shishas differenziere. Ja, aber ich weiß nicht warum. Nee, ich glaube, bei Shishas bist du ja nur den Wasserdampf am Inhalieren. Bei Kippen hast du ja das ganze Gift noch mit drin und so. Also Shisha-Rauchen ist ja, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt genau schädlich ist. Ich bin da kein Profi auf dem Gebiet. Aber mit Apfel schmeckt's. So. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich wollte ein Kakaofeld anpflanzen und habe dabei richtig abgelust und kann jetzt auch noch nicht bei Dingens gucken. Ominöse Personen. Ah, okay. Ominöse Person, okay. Ominöse Person gibt mir einen Tipp. Aber wo kriege ich den her? Wir haben ja da hinten welche. Mal gucken. Ich weiß nicht genau. Ist das dann ringsrum? Ominöse Person guckt gerade. Das ist echt praktisch, eine ominöse Person zu haben. Okay. Sekunde. Okay, da muss ich jetzt mal gucken. Ich brauche jetzt hier so ein Tropenholz brauche ich. Da würde sich der Sarazar freuen, wenn ich hier mit Tropenholz hantiere. Ich hoffe, das ist Tropenholz. Ich kenne hier die Texturen nicht. So, wollen wir doch einfach mal. Und dann suchen wir uns hier mal ein paar Bäumchen. Die können wir teilweise eh wegreißen. Und wir können ja auch mal die Tropenblätter sammeln eigentlich. Mit dem Grabbelhandschuh, das wäre keine so schlechte Idee. So, den nehme ich auch noch mit. Wir können die ja jederzeit wieder neu pflanzen. Das ist ja gar kein Problem. Da müssen wir nur in den Dschungel gehen, wieder 10 Millionen Bäume abranzen und dann geht das schon. Jetzt bin ich ja sehr gespannt. Ach ja, Feuerslime, weiß gerade, aus Shishas bekommt man weit mehr Kohlenmonoxid als aus Zigaretten. Äußerst interessant. Ah ja. Ah, ist eine interessante Folge heute. Ach du Scheiße. Wustok erzählt gerade einen niveaulosen Witz. Warum können Piraten nicht im Kreis fahren? Na, weil sie Piraten. Oh. Wo wir gerade beim Thema Sarazar waren und schlechte Witze. So, pass auf, dann haue ich das Erdloch wieder zu. Ja, kann ich hier einfach drauf rumspringen? Ja, funktioniert. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ich hier Tropenholz. Das habe ich noch nie gemacht. Nicht mal testweise. Sieht irgendwie merkwürdig aus. Das Feld ist ein zu doof. Pass auf, dann mache ich das Feld einfach ein weiter. Und den Baum müsste ich dann eigentlich auch wegschlagen.